Hi, ich bin Franz Bremer. Ich bekomme seit 13 Jahren Arbeitslosengeld II, Hartz IV. Ich will ein kurzes Video machen, aktuelles Thema. Grundrente wurde ja jetzt beschlossen. Ich habe mit vielen im Internet gechattet und geschrieben. Und ich möchte mal Dinge aufräumen und klarstellen. Ich möchte mit Dingen aufräumen und klarstellen. Also, ja, ich bekomme 13 Jahre Hartz IV. Ich habe also nicht so viel gearbeitet. Und habe ich ein perfektes Leben geführt? Unter Umständen. Ich hatte viel Freizeit, aber konnte mir auch nicht viel leisten. Das gegeneinander abgewogen ist eine gute Plus-Minus-Null-Rechnung. Jetzt natürlich, was ich in vielen Diskussionen mitbekommen habe, sind viele Menschen sauer, dass es sowas wie eine Grundrente gibt, beziehungsweise gerade die Besserverdienenden sind sauer auf Menschen, die zu wenig gearbeitet haben. Also die nur 30 Jahre gearbeitet haben oder halt wie ich fast gar nicht. Und man wünscht sich, dass diese Menschen weniger bekommen. Das ist überhaupt eine Riesendiskussion, sozialen Neid nach unten. Ich erfahre das überall und nur wir in Deutschland haben diesen unendlichen sozialen Neid. Bei der Grundrente stelle ich mir etwas vor, alle Menschen in Deutschland ab 65, später 67, bekommen 1500 Euro Mindestrente. Und jemand, der eh schon reich, Millionär, keine Ahnung, sehr viel Vermögen hat oder andere Einkünfte, Betriebsrenten, kommt das noch oben drauf. Perfekt. Nein sagen dann die Leute, die heute für so viel Geld töten würden wollen, ja, muss man ganz klar sagen. Die sagen, nein, jemand, der zu wenig gearbeitet hat, und das ist immer lustig, man sagt dann immer, nie gearbeitet oder 35, also es gibt da keine Differenz. Also ich vermute mal, jemand, der 15 Jahre gearbeitet hat, bis er 65 ist, hat auch wie ich vielleicht mit 5 Jahren nie gearbeitet. Also 5 Jahre, 10, 15, also ich sag mal so, bis 30 Jahre oder unter 30 Jahre Arbeitsleistung in einem Leben mit 65 hat man nie gearbeitet. Also ist das Gleiche wie nie und 30 ist das Gleiche. Und das ist eine kaputte, kranke Welt und jeder Mensch, der so denkt, ist für mich ein Idiot. Und vor allem, er hat den ersten Artikel des Grundgesetzes nicht verstanden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und entweder ist die Würde für alle Menschen unantastbar oder wir haben Abstufungen. Ich bin dafür. Ausländer, Deutsche, dicke, dünne, Frauen, Männer, Mädchen, Junge oder Transgender. Ich finde auch, wir müssen differenzieren. Aber dann müssen wir das auch mal hart benennen. Ja, ich bin dafür im Kommentaren. Jeder, der der Meinung ist, ich sollte nichts bekommen, beziehungsweise alle Menschen, die zu wenig gearbeitet haben, also 0 bis 30 Jahre, also 0 bis unter 30 Jahre gearbeitet haben, sollen nichts bekommen, sollen 0 Euro bekommen oder sterben. Ich finde, das sollte kommuniziert werden. Ähnlich wie mit den ganzen komischen AfD-Wählern und ich habe Angst vor Ausländern, ich kann die alle nicht mehr sehen. Sage ich auch. Haltet alle die Schnauze. Denn ich lebe hier im Ruhrgebiet, Duisburg, Düsseldorf, die ganze Ecke hier und wir haben hier mit den Ausländern nie Probleme gehabt. Aber gerade die Menschen in Ostdeutschland heulen, ah Gott, die Ausländer übernehmen uns, die Syrer, keine Ahnung, die Afghanen. Und da läuft nicht einer rum, der so aussieht oder ganz wenige. Und trotzdem gibt es da diese Panik und die AfD hat 25% und man fühlt sich da irgendwie total der Heimat beraubt. Nein, könnt ihr euch nicht beraubt fühlen. Ihr habt ja so gut wie gar keine Ausländer dort. Also müsst ihr alle da mal den Ball flach halten und die Klappe halten. Euch im Osten Deutschlands geht es fantastisch. Ja? Ihr habt bezahlbare Mieten noch, ihr habt eure Dörfer, eure Gemeinschaft, dass euer Leben vielleicht sinnlos ist. Das kann ja alles sein, aber das ist immer individuelles Glück oder Unglück. Hat nichts mit Ausländern oder Nicht-Ausländern zu tun. Oder auch mit Leuten, die gearbeitet haben oder nicht gearbeitet haben. Aber gerne, wir können dieses Fass aufmachen. Wenn alle der Meinung sind, sowas wie eine Grundrente sollte nur Menschen bekommen, die richtig viel geleistet haben. Aber was ist Leistung? Ich bekomme 13 Jahre lang Hartz IV. Ich habe mein Geld immer komplett in dem Wirtschaftskreislauf ausgegeben. Ich finde, das ist auch eine Leistung. Jeder von diesen 1,1 Millionen Langzeitarbeitslosen bekommt ja diese Summe und alle geben zu 99,9% dieses Geld wieder im Wirtschaftskreislauf aus. Das heißt, sie bezahlen ihre Vermieter, die dadurch immer reicher werden. Sie bezahlen die Konsumenten, also die Unternehmen an ihrem Ort, die Supermärkte, die Pommesbuden, die Internetanbieter. Ja, die werden ja alle bezahlt. Die kriegen ja alle Geld. Ne? Das ist sozusagen, man überlebt im Wirtschaftskreislauf und finanziert alles andere. Also es ist ja kein sinnloses Geld. Es wird ja komplett im Konsum, im Wirtschaftskreislauf, es ist ein Kreislauf, ja, wird es komplett verwendet. Also wo ist das sinnloses Geld? Aber bitte, gerne, sagt 0 Euro, dann baut mehr Gefängnisse. Oder jeder, der dann nicht für sich sorgen kann, wird erschossen, beziehungsweise kann dann nicht mehr weitermachen und ist dann für sich nicht mehr sozusagen verantwortlich, ja, so. Er kann dann, sie kann das Land verlassen, ja, den Tod akzeptieren, was auch immer. Aber das ist das
Sozialleiter nach unten. Ich möchte gerne eure Meinung hören, eure Kommentare, eure Ideen. Was ist für euch Gerechtigkeit? Ich sage 1500 Euro wie in einigen europäischen Ländern Mindestrente. Und derjenige, der dann mal hoch hat, egal wie viel, bekommt dann on top 500 oder nochmal 1000er. Dass wir sagen, ja, jemand, der zu wenig gearbeitet hat, aber dass man beide bestrafen tut. Einmal denjenigen, der zu wenig gearbeitet hat mit Grundsicherung, knapp 800 Euro aktuell, und jemand, der gearbeitet hat, bekommt 900 Euro. Also 100 Euro Differenz. Das ist nicht gerecht. Ja, also das ist aber nach unten nicht gerecht. Beide bekommen zu wenig. Derjenige, der zu wenig gearbeitet hat, bekommt auch, das reicht ja nicht zum Leben. 1500 würde ich aktuell sagen, ist so eine gute Grenze, wo man sagen kann, damit kann man alleine als Single gut leben. Auch als Rentner, weil man höhere Kosten hat durch Krankheit und Alter. So, und dann kann man ja sagen, jemand, der dann diese 25 Jahre, 30 Jahre gearbeitet hat, der kriegt nochmal dann 500 Euro mehr. Und wer 45 Jahre gearbeitet hat, kriegt insgesamt 1000 Euro mehr. Natürlich ist das eine höhere Rente als jetzt die Durchschnittsrente und konterkariert natürlich den Leistungsgedanken. Aber was ist für ein Leistungsgedanke? Das ist doch egal. Wir haben doch alle im Wirtschaftskreislauf eingezahlt. Wir sind doch alle Teil des Wirtschaftskreislaufes. Und wenn wir alle Teil des Wirtschaftskreislaufes sind, ja, dann dürfen wir doch nicht die Würde des Menschen danach bemessen, wer viel und wer wenig verdient hat. Dann möchte ich das Letztes noch erwähnen, die ganzen Millionäre und Milliardäre, ja, bei uns die ganzen Familien, die vererbtes Vermögen bekommen haben, die nichts für ihren Reichtum getan haben, sondern einfach nur dort hineingeboren wurden, ja, das ist pervers. Die bekommen zu viel, müssten Vermögensteuer bezahlen und Vermögensabgaben. Passiert alles nicht in Deutschland. Und natürlich, ich bin ein riesen Fußballfan, ich sage ganz klar, ich liebe den Fußball, aber jeder Fußballprofi, der mehr als 1 Million Euro netto verdient im Jahr, bekommt zu viel Geld. Egal, Marco Reus von Dortmund zum Beispiel, ne, ich bin ne, in diese Richtung, oder bei Bayern München, Thomas Müller, wie sie alle heißen, Manuel Neuer, Mats Hummels, ja, oder auch alle anderen, die hier spielen, auch in den europäischen Ligen, alle, Messi, Ronaldo, die Größten, alle bekommen zu viel Geld. Dafür, dass sie Sport machen, dafür, dass sie fit bleiben. Formel 1, Vettel, jahrelang keinen Weltmeister mehr geholt, aber 50 Millionen im Jahr. Bekommen alle zu viel Geld. Für keine Leid, keiner hat das verdient. Aber das ist dann Sozialleid nach oben. Das ist dann, oh, du bist ja nur neidisch, dass die so. Nein, bin ich nicht. Bitte. Ja, jeder soll seinen Urlaub, seine Gran Canaria reisen, seine Armani-Anzüge, seine goldenen Uhren und seinen 20. Ferrari haben. Bitte. Aber dann sollte es auch eine gerechte Renten- bzw. Sozialleistung geben für alle Menschen. Ein Grundeinkommen, dass man sagt, das bekommen alle. Und optop kann man noch arbeiten gehen zum Beispiel. Jetzt auch für die Menschen, die jetzt noch nicht in der Rente sind. Das wäre auch eine gute Lösung. Ja, alle Menschen bekommen, egal wer was wo macht oder nicht tut, 1500 Euro. Und man kann zusätzlich obendrauf noch seine Wirtschaftsleistung erhöhen. Verbessern, damit der Wirtschaftskreislauf weiterhin funktioniert. Aber mit diesem Geld sind auf jeden Fall Grundbedürfnisse gesichert. Man kann sich eine relativ moderate Miete leisten. Man kann on top noch irgendwo arbeiten gehen oder für die Allgemeinheit arbeiten. Da kriegt man auch nochmal mehr Geld. Straßenreinigungen etc., Parkreinigungen, Aufsichtspersonen für Altenheime oder auch Kindergärten, keine Ahnung. Also da kann man sich viele, viele Modelle vorstellen, wo die Gesellschaft solidarisch miteinander umgehen kann, wenn alle als Menschen anerkannt werden. Und das ist unser größtes Problem in Deutschland. Wir werden alle nicht als Menschen untereinander anerkannt. Jeder hat seine eigene Baustelle. Der ist mehr wert als der, der ist mehr wert als der, der ist zu dick, der ist zu dünn. Gut, zu dünn gibt man es vielleicht gut bei Magersüchtigen, aber ne, also dicke Menschen total ausgegrenzt, Ausländer bei gewissen Gruppen total ausgegrenzt, Menschen, die zu wenig arbeiten, wie ich ausgegrenzt. Es gibt überall Ausgrenzungen, nach unten wie nach oben. Ja, Mann, Frau, homosexuell, nicht homosexuell, alles Tierliebhaber, kein Tierliebhaber, alles, es gibt überall nur Kategorien und Stufen und das muss aufhören. Kein Wunder, ich sehe alle politischen Sendungen jeden Tag. Ich sehe jeden Tag die politischen Sendungen. Ich sehe unsere Regierungen und keiner macht was. Digitalisierung ist passiert. Wir leben hier im Mittelalter. Ja, wir haben so viele technische Möglichkeiten. Wir könnten Deutschland voranbringen. Klimaschutz, Fridays for Future, passiert ja was, aber zu wenig. Keiner nimmt die Welt ernst. Jeder denkt nur an sein eigenes egoistisches Leben. Ich eingeschlossen, jeder. Ich würde gerne anfangen. Ich habe aber keine Community, ich bin kein Fridays, ich würde alles dafür geben, dass wir eine Community werden. Wir alle Menschen, die der Meinung sind, es muss sich was ändern, nach oben wie nach unten. Ja, mit den Reichen, mit den Armen zusammen, also das wäre ein Traum, wenn alle zusammenarbeiten würden. Habt ihr auch das Gefühl, als Letztes, habt ihr auch das Gefühl, wir sind irgendwie alle Teil von Deutschland, aber wir sind alle keine Gemeinschaft mehr. Wo ist denn unser, nicht Nationalismus, sondern unsere Gemeinschaftssinn? Dass wir füreinander kämpfen, füreinander arbeiten, unsere Nachbarschaft. Ich kenne meine Nachbarn nicht mehr in Duisburg, ich will da wegziehen. Teilweise sprechen die alle kein Deutsch mehr. Und ich habe da Probleme aktuell.
Und ich finde in Düsseldorf, meiner Heimatstadt, finde ich keine Wohnung. Ist egal, es ist ein kleines Problem. Ich muss ja nicht obdachlos sein, aber trotzdem, es ist traurig. Wir sind irgendwie alle keine Gemeinschaft mehr. Sportverein, Fußballverein, alles ist irgendwie, es macht alles keinen Spaß mehr. Wo ist unser Spaß, unsere Lebensfreude hin? Jeder nur noch ein bisschen arbeiten, vielleicht Urlaub, das oder man ist eifersüchtig, dass der eine zu viel hat, der andere zu wenig und Sozialheit nach unten halt, das ist mein Hauptthema, dass man Menschen, die dann vielleicht zu wenig geleistet haben, zu wenig gearbeitet haben, dass man denen gar nichts mehr gönnt oder halt die, die zu viel haben, dass man da sagt, oh, ich möchte auch so sein. Nein, also ich wünsche mir, dass wir irgendwie als Gesellschaft mehr zusammenarbeiten. Wer ein Traum weiß, das passiert nicht, die Views werden hier fast wenig sein, aber ich wollte mal dieses spontane Video zur Lage von Deutschland 2019 machen, ausdrücken, einfach in der Hoffnung, vielleicht sehen es ein paar, macht auch Videos für eure Bekanntenkreis, für eure Freunde, versucht Reichweite zu erzielen, gerne das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, ja, auch gerne Unterstützung, einfach lasst uns diskutieren über YouTube und die Kanäle, welche Chance haben wir noch? Die Politiker, man sieht es ja, die verwalten nur und es wird leider nicht besser. Ich danke euch, Franz Bremer.